Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Carrier Deck. Wir kreuzen immer noch im Mittelmeer, machen es uns ganz gemütlich, suchen uns jetzt ein schönes Fleckchen am Strand und müssen jetzt aufpassen auf die gegnerischen Luftstreitkräfte. Wir bekommen Chinook-Helikopter und S3 Vikings. Gut, nehme ich alles. Also erstmal kurz einen Überblick verschaffen wieder. Wir haben hier Luftaufklärung, wir haben da Seeaufklärung, sieht genauso aus wie eben im Prinzip tatsächlich. Ja? Ja, ein bisschen merkwürdig. Ja, fast genauso wie eben. Da kommt schon Chinook runter. Eagle 787, mission ready. Eagle 787, clear to launch, call one airborne. Drei Chinooks kommen hier direkt an. Angel 842, request landing. Okay, meinetwegen. So, den tanken wir mal auf und dann schauen wir mal, was wir mit denen vorhaben. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir hier unsere Helikopter alle betankt bekommen. Das könnte schon ein bisschen knifflig werden jetzt. So, ist der Chinook da fertig? Noch eine Viking? Okay, die nehme ich gerne. Noch was und oh ja, ich habe sogar noch was unter Deck zu stehen. Dann machen wir so rum. So, die machen wir mal für U-Boote bereit. Und dann parken wir die gleich wieder auf dem Fahrstuhl, denke ich. Apropos auf dem Fahrstuhl parken, wir machen uns mal ein bisschen Platz. Na dann los! Okay, ich sehe schon, läuft. So, da steigen die ganzen, wer auch immer, ein. Good to go.
Zebra 407, ready for landing. Dragonfly 479er, inbound to landing. Hostile target detected. Yankee 244, ready for landing. Lynx 557, mission initiated. Raven 178, clear for launch. Good hunting. So, schaffst du es noch rüber hier rechtzeitig? Ich denke schon. Ad hoc 573 and Q for landing. Okay, ich brauche demnächst. Luftaufklärung wieder. Bitte nicht hier stehen bleiben. Ghost 419er, inbound to landing. Lynx 557, full military power. Proceed to radio 78, requesting landing. Lynx 557, full military power. Proceed to launch. Lynx 557, mission initiated. So Leute, ein bisschen stressig ist es hier schon, aber es geht echt. So. Angel 736, mission ready. Eagle 787, inbound to landing. Angel 736, good to go. Good to go. Launch when ready. Okay, funktioniert doch ausgezeichnet hier. Hostile submarine detected. Lynx 557, mission initiated. Lynx 557, full military power. Proceed to launch. Puh. So, es geht aber echt noch. Habe ich noch was unter Deck zu stehen? Ja. Hostile submarine detected. Tackle 272, mission ready. Tackle 272, full military power, proceed to launch. Good to go. Link 557, request landing. Na, endlich mal wieder ein Flugzeug. Ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben. Ja, läuft, läuft, läuft und läuft. Jackal 272, inbound to landing. Lynx 557, request landing. Raven 214, mission confirmed. Hostile aircraft detected. Raven 214, mission confirmed. So, das funktioniert hier auch ganz gut gerade. Kingfisher 319, ready for landing. Apropos, funktioniert auch ganz gut. Habe ich hier nicht jemanden losgeschickt? Scheinbar nicht. Good to go. Ah, falsch. Good to go. Hostile target detected. Link 728, good to go. Launch when ready.
Wird's repariert werden, alles klar. Kriegen wir hin. Hostile aircraft detected. Zero 746, mission confirmed. Yankee 265, good to go. Launch when ready. Yankee 2-4-7, ready for landing. Sparrow 479, mission prep. Yankee 265, good to go. Launch when ready. Okay, es geht ab hier. Aber ernsthaft. Okay, und einer unserer Seahawks ist kaputt. Wir müssen umgehend reparieren, davon haben wir nämlich relativ wenige. Ach nee, falsch. So. Cobra 746 in queue for landing. Yankee 265 ready for landing. Warthog 736 good to go. Launch when ready. Warthog 736 good to go. Launch when ready. Eagle 787 mission ready. Jojo, immer kommt rein hier. Achso, das war's schon. Okay, das war's. Jetzt heißt es nur noch parken und chillen. Ja, so langsam nimmt es hier mit den Reparaturen nämlich auch überhand. Da bin ich echt ganz froh, dass es das gerade war. Jo, sieht doch hübsch aus. Kann man schon mal machen, denke ich. Puh, und damit war es das für heute auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir das Mittelmeer hier wieder komplett sicher machen. Ich weiß zwar nicht gegen welche Bedrohung, aber irgendeine wird sich schon finden. Macht's gut und bis dann. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.